Hallihallo, Hallöchen, hier auf Nick Rooms Channel bei Hildegards Gastzock und wir spielen weiter Biomutant. Wir befinden uns gerade auf dem Weg durch die Todeszone. Ich hatte hier eine Schnellreise gemacht. Hierher, zur Ankati-Festung. Und wir wollen heute oder vielleicht morgen mal gucken, ob wir es schaffen, den Jumbo-Knäuel legen. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge uns den Trübschnauber gepackt. Und dann schauen wir mal. Der Jumbo-Knäuel wäre jetzt der letzte Weltenfresser. Ich weiß gar nicht, ich habe so das Gefühl, dass man den eigentlich als erstes macht. So vom Spielverlauf und dass ich mal wieder alles falsch rum gemacht habe. Aber vielleicht trügt mich das Gefühl auch. Ich weiß es nicht. Erstmal wieder markieren. Lecker, lecker. Weil eigentlich, ich meine, man startet ja hier und dann wäre der Jumbo-Knäuel somit der örtlich nächste, ne? Neben hier, weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Heieiei. Aber nee, wir machen den jetzt zum Schluss. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Spiel dann vorbei ist. Oder ob wir in die Arche ziehen. Oder was auch immer uns da blüht. Ich habe keine Ahnung. So, wir lassen mal hier die Zniege stehen. Und steigen um auf den M-Karton. Ach. Ich hätte am Anfang, ich mache das schon das ganze Spiel lang falsch. Ich weiß, ich hätte am Anfang einfach mal ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig da. Ich hätte am Anfang hätte ich das einfach mal umstellen müssen. Aber nein, ich habe es so gelassen und habe es jetzt das ganze Spiel lang falsch gemacht. Egal. Ich will ja nicht jammern. Was ich am M-Karton ein bisschen schwierig finde. Oh, ich bin abgesprungen. Man sieht gar nicht so richtig, was man macht, weil der ist so groß, dass er die Gegner immer verdeckt. Der haut ganz schön rein dafür, dass ich in so einer krassen Kiste hocke. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, der ist auch... Vielleicht sollte man mit dem gar nicht in den Nahkampf, sondern schön hier von der Ferne draufhauen, weil... Ich meine, so krass kann doch das Viech gar nicht sein, dass ich hier... Also der hat mich ja mehr platt gemacht als der Trübschnauber. Ist doch auch seltsam, oder? Was ist denn da? Da kratzt doch irgendwas an meiner Wade. Energiepaket brauchen wir doch gar nicht. Gut, dass es heißt, es ist voll und wir es nicht verschwendet haben. Ah, jetzt bin ich ins Öl gedappt, ich Depp. Kann man das nicht irgendwie... Ja, kann man saugen. Und was ist da? Was ist da? Hallo? Ah. Großes Gesundheitspaket ist gut, wenn ich mich weiterhin so dumm anstelle. Jetzt muss ich kurz mal üben, bevor ich da runterstürze. Ich wünsche mir Glück. Naja, ich weiß gar nicht, ob man da hätte runterstürzen können. Die Kleinen sind okay, die sind niedlich. Schon ganz schön düster hier.
So, den machen wir mal zur Übung. Kann ich hier eigentlich eine Adrenalinspritze nehmen? Was ist denn er hier? Ah, er spuckt Gift. Kann ich hier eigentlich Schmierkanne? Was mache ich denn mit einer Schmierkanne? Was gibt's noch? Schlecht. Das will ich gar nicht. Yay! So. Eieiei. Also, dass das trotz M-Karton so schwer fällt, oder gerade deswegen, ich bin mir manchmal nicht sicher. Kann ich die Pfütze hier nicht absaugen? Ja, das ist jetzt witzlos. Wir gehen weiter Richtung Jumbo-Knoll. Und zwar hier lang. So. Wer wirft denn hier Granaten? Frechheit. Das sieht so krass aus, was der M-Karton macht, und dann macht es so wenig Damage? Komm nicht drüber weg, ihr merkt's. Egal. So. Bin ich hier in der Sackgasse gelaufen, wa? Komme ich hier hoch? Ja, toll. Dann gehen wir außen rum. Das ist doch gar nicht dumm. Da geht's tief runter. Das finde ich schlecht. Erstmal den ganzen Schlamassel hier absaugen. Sind wir jetzt richtig gelaufen? Ja, das ist, wenn man mal vorher auf die Karte guckt, dann kann man auch was richtig... Ah. Wir gehen mal hier durch, oder? Ich glaube, den Eingang habe ich gesehen. Eine Stufe machen wir vorher noch. Stufe. Neue Stufe. Was wollen wir denn? Oh, Stärke. Da. Auch so eine blöde Knarre. Oh, ja, ja, ich sehe nicht mal, was hier mir wehtut. Ah, lauter so Knarre. Oh, krass. Ist aber fies. Ey, lass mich. Robuster Blechdose. Ah, mit dem hatte ich aber auch ohne M-Karton Probleme, das weiß ich noch. So. Ha, das ist ganz schön duster hier. Oh, ist das ein Upgrade? Sicheres Ding. Mhm. Schlüsselpuffer und Ventilator habe ich auch noch mitgekriegt. Jetzt kann ich doch... Genau.
Stehen da auch irgendwo die Stats? Ich nehme mal sicheres Ding, das hört sich einfach gut an. Schnuckspei, Ventilator. Nehmen wir Schnuckspei. Ja. Ach, da ist ja noch was. Ein Fallstachel. Und ein großes Energiepaket. Ach, das ist... da hätte ich mal vorher drauf kommen können. Kann man denn beim Schwimmen Energiepakete nehmen, damit man länger durchhält? Das wäre ja grundsätzlich nicht uninteressant. Was passiert denn, wenn ich da runterspringe? Wo komme ich denn... Ja, wo kommen wir denn dann hin? Oder kann ich darüber springen? Aber es sieht doch aus, als... Ich bin mir nicht sicher. Das sieht nach Wasser aus. Das sieht nach Tod aus. Ich versuche das jetzt mal. Okay. Hey, lass mich. Lass mich. Ihr kleinen Penner. Ihr kleinen Penner, da mache ich doch hier Kugelwirbel. Die sind klein und gemein, die Dinger. So, und jetzt kommst du dran. Wo ist er denn? Hinter mir. Eieiei. Und schon wieder halb tot. Da sitzt man in diesem riesen Ding drin und es bringt gefühlt gar nichts. Oder ich stelle mich einfach blöd an, das kann gut sein. Ja. Jumbo-Knoll, willkommen. Ach, das war ja jetzt sehr blöd. Habe ich gut gemacht? Nicht. Tja, nicht zur Strafe, nur zur Übung auf ein neues... Was ist denn mit meinem Kopf los? Leicht überstreckt der Nacken. Ah ja, gut, wir müssen gar nicht so viel nochmal machen. Ob man da wohl auch tatsächlich rüberkommen kann oder ob ich das eh nicht geschafft hätte. Ah ja, die waren gar nicht schuld. Achte ich ein bisschen besser auf meinen Lebensbalken. Das ist so der Plan. Und dann sollte ich doch diese kleinen Penner. Kann doch nicht wahr sein. So. Halleluja. Kann man das hier irgendwo absaugen? Oh. Hoppala. Ich
schieße ja aber auch die Hälfte daneben, ey. Ist ja nicht mehr feierlich. Aber schön, wie sie tanzen. Komm, mach dein... Oh, total daneben, oder? Nee, doch nicht. Oh, es wird schon wieder eng. Gut. Also ich brauche nirgends so viele Gesundheitspakete wie hier. Oh. Hier wurde doch gerade irgendwas angezeigt. Irgendwann sterbe ich an Einbildung. Naja, weiter zum Jumbo-Knäuel. Das sieht doch schon mal nach einer Arena aus, oder? Jumbo-Knäuel, ich komme. Jetzt ist der Weltenfresser. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Bisher fand ich die Weltenfresser-Kämpfe gar nicht so schwer. Mal schauen, wie das heute wird. Okay. Das war scheinbar knapp. Oh. Okay. Ich stehe so blöd in der Ecke, es gefällt mir gar nicht. Nein, 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 nein. Oh Mann. Oh, lass mich. Oh Gott. Was kommt jetzt? Der sieht schon fies aus. Jetzt ist er unsterblich gerade oder nicht verwundbar. Oh. Nein, 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 nein. Lass mich sein. Ich hab's verpasst. Was auch immer ich hätte tun müssen, ich hab's verpasst. Zeit für eine elektrisierende Vorstellung? Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, ich habe die Reihenfolge doch richtig gemacht. Oh, der ist ja echt nicht ohne. Auch mal hier noch Gesundheit. Oh, ich bin so leise, weil ich so konzentriert bin. Oh nein, 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 nein. Oh, voll rein. Oh. Noch irgendwas, was ich aus dem Ärmel packen kann? Ich glaube nicht. Ja, erwischt. Verdammt.
Oh, wie lange will er das denn noch machen? Nein! Lass mich! Eieiei. Oh. Fieses Ding. Jetzt habe ich nicht mehr viele Gesundheitspakete. Was kommt jetzt? Ah, oh, der rafft es scheinbar ziemlich gut, in welche Richtung ich gehe. Aber deswegen, haha, mache ich immer entgegen der Laufrichtung. Ah, wieder verpasst. Okay. Nein! Was ist jetzt? Oh Gott. Beweg dich schnell nach oben? Ah. Wir klettern durch seinen Magen wieder. Wo geht's denn hier weiter? Ja. Okay. Wo muss ich denn hin? Ah, auf sein Herz, mitten ins Herz. Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Oh nein. Nein. So. Kann ich hier irgendwas... Ja. Wo ist sein Herz? Da ist sein Herz. Ich sollte halt noch treffen. Das Geschwul wird schwächer. Nein, ich hab doch versucht, da... ranzukommen. Wer hätte gedacht, dass dir das mal den Sieg rettet? Kann der Tag noch besser werden? Ja, wir haben ihn geschafft. Huh. Übel, übel. Das war der letzte von ihnen. Das Schicksal des Stammes und des Baumes ist besiegelt. Es wird Zeit für das große Finale. Dein Schicksal erwartet dich. Folge ihm zurück bis Steinalt. Er hat nie jemanden verraten, was als nächstes passiert. Doch du spielst ganz sicher eine Rolle dabei. Außer dir selbst sollte niemand anderes über dein Schicksal bestimmen. Dafür bist du zu weit gekommen. Der Stamm steht an erster Stelle. Es ist Zeit, ein letztes Mal zum Baum zurückzukehren. Puh, dann sprechen wir mal noch mit Gizmo. Er hat Steinhardt bei der Wiederherstellung der Hardware geholfen. Jetzt fehlt nur noch die Verkabelung, dann ist das Gefährt startbereit. Kannst du dich um die Verkabelung kümmern? Er muss den überschüssigen Superfunken durch den richtigen Stecker im System umleiten, damit er nicht für einen Kurzschluss sorgt. Kann sich nicht vorstellen, dass du getan hättest, was du getan hättest, wenn Steinalt die Eiche nicht gefunden hätte, da der Baum stirbt, vertraut er darauf, dass du nicht ohne ihn aufbrichst. Auch wenn ihr die Welt durch verschiedene Augen seht, teilt ihr die gleichen Ideale, darum vertraut er darauf, dass du ihn für die Eiche auswählst. Andere liegen ihm zwar an Herzen, doch die Eiche nur 4 zusätzliche Plätze aufweist, musst du bei der Auswahl besonders wählerisch sein. Wie viele Plätze haben wir denn noch? Ich glaube, wir haben nur noch einen. Wollen wir den aber wieso sollten wir den Steinalt mitnehmen? Ich glaube, wir bieten ihm einen Sitz an. Er nutzt uns mehr als Steinalt. Und geht er mit oder nicht? Er freut sich darauf, mit jemand Gleichgesinnten zu reisen. Ah ja, cool.
Ihr solltet euch verbünden und die Welt erobern. Zumindest das, was davon übrig ist. Ja, ich bin dann mal weg. Ja, locker sollen wir bleiben. Gizmo hat immer Zeit für dich. Schön, ich bin weg. Jo! Hauptquest abgeschlossen, die Arche. Ja, keine Ahnung, ob jetzt noch ein Platz für Steinalt frei ist. Aber wir sprechen jetzt mal noch mit ihm, bevor wir die Folge abschließen. Wir haben noch kurz Zeit. Und dann bin ich mal gespannt, ob jetzt noch eine große letzte Aufgabe auf uns wartet. Oder ob es das dann war. Ob da jetzt schon alle in der Arche drin sind, die ich mitnehmen wollte? Ich weiß schon gar nicht mehr, wen ich alles eingeladen habe. Da ist Steinalt. Steinalt sagt, dass überall die Zeichen auf das Ende der Welt hindeuten. Die Natur scheint sich auf ihre Rache vorzubereiten. Die Stunde der Abrechnung naht und du bist eingeladen. Er spürt, dass dein Ende immer näher rückt. Wenn du dich doch noch nicht entschieden hast, wer von allen Gleichgesinnten mit Dunkel im Herzen einen Platz auf der Arche verdient, solltest du es jetzt tun. Dann ergreife deine letzte Chance, Lupa Lupin ein für alle Mal aufzuhalten. Der Baum hat seine Rechnung beglichen, aber deine ist noch offen. Oh, ich dachte, wir hätten ihn, okay. Er sagt, du musst Lupa Lupin ein letztes Mal persönlich gegenübertreten. Ja, was hältst du von mir zurück? Hat den Eindruck, du hältst dich immer für was Besseres. Und ich soll locker bleiben. Ja, ich muss aufbrechen. So, wir müssen jetzt unser Schicksal annehmen. Und jetzt gucken wir noch auf die Karte. Ach ja, wir müssen jetzt wieder in Lupa Lupins Lager und da ist dann wahrscheinlich der große Endfight. Eigentlich dachte ich ja, wir hätten ihn gelegt, aber scheinbar nicht. Insofern würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen oder einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns nächste Folge im Lager von Lupa Lupin. Denn da laufe ich jetzt noch schnell hin, denn eine Schnellreisefunktion ist dorthin nicht möglich. Lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao.